Frau Baerbock besonders, ja. Und es geht übrigens nicht, dass die Regierungsbank hier rumpöbelt. Das verbitte ich mir. Die Regierungsbank hat zu schweigen. Sie sind Gast hier im Plenum in diesem Fall. Ja? Da bitte ich doch mal darauf zu achten, sich an die Regeln hier im Parlament zu halten. Frau Baerbock besonders. Ja? Verehrtes Präsidium, liebe Kollegen, Exzellenz, verehrter Botschafter, schön, dass Sie da sind. 30 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda sind wir immer wieder Versuchen begegnet, die dort begangenen Verbrechen als Folge des Kolonialismus umzudeuten, demnach seien Rassismus und genozidaler Hass den Afrikanern gänzlich fremd und nur durch die Weißen eingeimpft worden. Rousseaus gutmenschliche Illusionen über den edlen Wilden spielen hier hinein, ebenso wie der Hass vieler Linker auf die europäische Zivilisation. Sie wird verteufelt und für alles Übel in der Welt verantwortlich gemacht, obwohl es doch christliche Europäer waren, die die Sklaverei abgeschafft haben und obwohl doch nur die rechtsstaatliche Zivilisation den Menschen abhält von solcher Brutalität, wie sie in Ruanda tobte. Auch hätte der Westen den Genozid keineswegs komplett verhindern können. Als der Völkermord einsetzte, befanden sich gerade einmal 2000 Blauhelme in Ruanda. Dennoch ständig Vorwürfe gegen den Westen, vor allem von sogenannten Postkolonialisten. Dabei war es der von den Linksgrünen stets bejubelte spätere UNO-Generalsekretär Kofi Annan. Kofi Annan, ja, die Wahrheit wollen Sie nicht wahrhaben, der als Verantwortlicher für Friedenseinsätze den Sicherheitsrat frühzeitig hätte verständigen müssen. Wenn überhaupt, dann ist Kofi Annan für ein verspätetes Eingreifen verantwortlich und niemand sonst. Herr Abgeordneter, schon erlauben vor dem Sie ein, Völkermord. Herr Abgeordneter, hallo. Erlauben Sie eine Zwischenfrage aus den Reihen der Grünen? Ja, gerne. Bitte. Cornelia Schulz-Asche. Ja, Herr Kollege, Sie haben hier gerade einen Rundumschlag gemacht. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich 1994 in Kigali gelebt habe und die Anfänge des Völkermords mitbekommen habe und auch im Anschluss im Oktober 1994 erneut eine Bestandsaufnahme im gesamten Land gemacht habe von den Opfern, die im Rahmen des Deutschen Entwicklungsdienstes in diesem Massakern umgebracht wurden. Und ich bitte Sie, darauf zu achten, was Sie sagen. Natürlich hat es in diesen Ländern Ergebnisse der Kolonialpolitik gegeben. Aber das hier in solche aktuellen Zusammenhänge zu stellen, halte ich für eine erneute Verachtung der Opfer dieses Völkermordes. Und ich bitte Sie, das sofort zu unterlassen. Wir haben es hier mit einem Völkermord zu tun, ähnlich wie in Deutschland die Juden vernichtet wurden, wurde versucht in Ruanda, die eine bestimmte Bevölkerungsgruppe und oppositionelle Politiker umzubringen. Und ich bitte Sie, aus Respekt vor den Opfern dieses Völkermords, sich hier in dieser Form zurückzuhalten, wie Sie es bisher getan haben. Es ist ich weiß nicht, was Sie jetzt hier sagen wollen. Das sage ich mal ganz deutlich. Es bleibt absolut unklar, dass Ihnen bestimmte Tatsachen, Entschuldigung, ich habe Ihnen doch zugehört. Würden Sie vielleicht mir auch mal zuhören, ja? Ich bestreite doch gar nicht, was Sie erlebt haben wollen. Das bestreite ich doch gar nicht. Und was Sie da entsprechend sagen, das bestreite ich doch gar nicht, ja? Aber wie, ohne irgendeinen konkreten Punkt, Sie haben nicht einen Punkt genannt, der hier falsch ist in dem, was ich hier vorgetragen habe. Nicht einen Punkt. Und das ist beschämend. Das ist typisch für die Show, die immer von den Grünen gemacht wird, wenn es um Afrika geht und um Rassismus und vermeintlichen Rassismus. Dieser Völkermord, wissen Sie, Sie schädigen damit das Ansehen der Opfer dieses Völkermords. Das muss man hier in aller Deutlichkeit sagen und nichts anderes. Schon vor dem Völkermord hatten Hutu-Extremisten versucht, den Kurs des damaligen Präsidenten zu verschärfen.
Die Analphabetenquote betrug in Ruanda rund 40%. Deshalb nutzten die Hutus vor allem Radiosender zur Verbreitung ihrer genozidalen Ideen. Alles Fakten, die niemand bestreiten kann. Traurige Fakten. Besonders abstoßend waren die pseudosakralen sogenannten 10 Gebote der Hutu. Sie fanden schon zu Beginn des Bürgerkriegs Verbreitung. Daran werden die Tutsi dargestellt als böse Rassisten, denen man nur mit einem ebensolchen Rassismus Paroli bieten könne. Das ganze Pamphlet setzt auf gezieltes Schüren von Ressentiments gegenüber einer vermeintlich unterdrückerischen Minderheit. Diese Unterdrücker müssten aufgrund ihrer rassistischen Vorhaben prophylaktisch einen Gegenrassismus erfahren, um davon abgehalten zu werden, ihre rassistischen Ideen in die Tat umzusetzen. Das waren zum Beispiel Hintergründe für den Völkermord. Und es geht übrigens nicht, dass die Regierungsbank hier rumpöbelt. Das verbitte ich mir. Die Regierungsbank hat zu schweigen. Sie sind Gast hier im Plenum in diesem Fall. Ja? Da bitte ich doch mal darauf zu achten, sich an die Regeln hier im Parlament zu halten. Frau Baerbock besonders. Ja? Als Leiter der Delegation des Menschenrechtsausschusses bei den Strafgerichtshöfen in Den Haag habe ich die Arbeit des Sondertribunals zu Ruanda kennengelernt. Dieses Tribunal sorgte leider nur für wenige Haftstrafen, aber jede Haft für einen Völkermörder dient der Abschreckung. Und Abschreckung ist in Sachen Mord eine weit bessere Strategie als Resozialisierung international, wie in Deutschland übrigens. Die Europäer tun allerdings nicht etwa zu wenig für Afrika. Sie verschlimmbessern vielmehr die afrikanischen Verhältnisse. Jeder möchte in Freiheit leben, jeder Mensch. Doch die Europäer haben in Afrika mit ihrem Handeln gegen stabile Autokratien vor allem Schaden angerichtet. Das hat man auch in Libyen gesehen. Ruanda-Experten wie der ehemalige CDU-Politiker Rudolf Decker sind dagegen, die Beziehungen zu autokratisch regierten afrikanischen Staaten abzubrechen. Volker Seitz, ehemals Botschafter in Benin und Kamerun, ein hocherfahrener Mann, lobt gar das politische System des jetzigen Tutsi-Präsidenten Paul Kagame. Natürlich ist es keine Demokratie nach westlichen Maßstäben, sagt Seitz. Es ist vielmehr, so Seitz, eine aufgeklärte Autokratie. Ruanda werde straff regiert, aber es sei stabil und im Aufstieg begriffen. Die Europäer sollten aufhören, Afrika auf Gedeih und Verderb ideologisch zu belehren. Und sie sollten damit aufhören, nur das Schlechte in der kolonialen Vergangenheit zu sehen und ihre vermeintliche Schuld durch Unsummen an Entwicklungshilfe reinwaschen zu wollen. Denn das hilft den Völkern Afrikas seit Jahrzehnten nicht, sondern Macht ist nur eine Show grünlinker Politik. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ach.